Na gut, weiter geht's. Jetzt, wo der Blödsinnsrivale endlich weg ist. Deswegen, ich habe wirklich endlich mal vorankommen. Kann doch nicht sein, dass ich nach jedem Gegner zur Heilung zurück muss. Jetzt kommen aber die Rocket-Bastarde. Scheint ja ein ganz gefährlicher Gegner zu sein. Was? Der ist auch noch schneller als ich. Und bumm. Ach nee. Ich weiß nicht, wofür der gut ist, aber ich lasse ihn erstmal aus. Na toll. Erstmal mache ich alle von euch fertig, bevor ich hier irgendwo hingehe. Mit Glück gehabt, der ist nicht immun dagegen. Aber auch nicht so wirklich viel. Hab ich geschafft. Na toll, er will wahrscheinlich wieder Self-Destruct einlösen. So wie immer. Ist ja cheaterig. Das Sleep Powder hat gefälligst zu funktionieren. Ja, ich weiß, wenn ich es auf dem Gameboy spielen werde, dann könnte ich sowas nicht machen, aber egal. Ach, wenn ich gewusst hätte, dass das ihn auch so killen kann. Zum Glück ist aber Safe States, damit man solche Fehler, die man da manchmal macht, schnell wieder korrigieren kann. Der Giftwolkentyp will auf jeden Fall noch mehr Level surfen. Das habe ich nämlich gerade eben beschlossen. Der unbedingt noch Levels braucht. Vor allem ist der viel zu lahmherrschig. Die meisten Gegner sind schneller als der. Natürlich kommen da immer mehr von diesen komischen Schaltern. Will er schon wieder Self-Destruct einlösen? Ist ja nervig. Das macht er jetzt wahrscheinlich auch gleich. Und dann ist meiner wieder tot gemacht und ich krieg überhaupt keine Erbsen. Ist ja klar.
Ich muss wechseln und hoffen, dass er was anderes einsetzt. Weil der Giftwolkentyp war ja draußen, also müsste er Erfahrung kriegen. Ich habe sogar überlebt. Jetzt kommt der wieder. Kein Plan, was man gegen den am besten macht. Aber der Vogel bräuchte mal wieder ein paar Levels, weil er so niedrig ist. Der Vogel nähert sich ja zum Glück auch schon wieder einem Level ab. Ja, yeah, jetzt hat der Vogel wirklich ein Level geschafft. Der hat wenigstens viel Speed. Und auch relativ viel Attack. Ich habe echt keinen Plan. Muss ich jetzt ausprobieren, wie das zum Teufel gehen soll. Das führt einfach nur mal dahin. Muss jetzt irgendwie da runterkommen. Anscheinend. Vor allem, wahrscheinlich ist es nämlich so, dass sich das immer wieder zurücksetzt, wenn man rausgeht. Ja, und vor allem muss man immer wieder gucken, was das zum Teufel macht? Hä? Das öffnet ja gar nichts. Jetzt kommt man mal da lang. Kommt natürlich wieder so ein Erschi-mäßig. Hä? Ganz komisch. Ja, Power. Hä, haben die immer diese Giftwolken? Dabei bin ich der Einzige, der so welche haben darf. Weil nur ich weiß, wann man Selbstdestrakt benutzen darf und wann nicht. Tja, jetzt muss ich rumraten, welcher verteufelte Schalter hier jetzt was macht. Das war so klar, dass ich das auch wieder schließen werde. Das liegt sich jetzt egal, welchen Schalter ich benutze, stimmt's? Ist jetzt irgendwas gemacht? Anscheinend nicht. Das ist ja immer noch offen. Dafür kann ich das aber auch hier lang. Natürlich.
komisch, Einbrecher. Die immer Giftwolken haben, die dann Selbstdestrakt einsetzen. Glück gehabt. Obwohl ja wohl was Feuer passiert ist. Es wird schwer zu schaffen sein. Der nervt ja. Da ist meiner eigentlich sogar resistent dagegen. Dieser Schummelschummler. Das ist ja mal wieder typisch. Wieder mit dir. Natürlich wird der Urwald jetzt wechseln, ist ja wohl klar. Abgelevelt. Sie haben verloren. Wer zum Teufel ist das jetzt? Natürlich auch wieder ein feindlicher Gegner. Bald habe ich aber leider keine Slutschbomben mehr zur Verfügung. Geschafft. Ja, mein Giftwolken-Typ ist voll super, der hat nämlich ein Level geschafft. Ja, das war jetzt leider die letzte Slutschbombe. Was, und dann gilt es den noch nicht mal? Ist ja los. Tschüss. Und das? Hä? Man das wohl einlösen soll? Keine Ahnung, wofür das gut ist. Scheint irgendwie nicht so wirklich was zu ändern. Vor allem der Status von den Teilen speichert sich ja wahrscheinlich eh nicht. Das ist nämlich leider immer so. Vor allem bräuchte ich mal eine gottverdammte Heilung. Sonst wird mein Team noch ausgelöscht von den fiesen Gegnern. Nerv.
Der Sludge ist gerade so nicht stark genug. Hätte es nicht gleichrechtig treffen können? Mein Giftwolkentyp muss unbedingt noch Level schaffen. Aber jetzt kommt natürlich wieder sowas ganz Nerviges. Was wahrscheinlich schneller ist und somit immer Supersonic benutzt oder so. Ne, diesmal bin ich schneller, zum Glück. Das bringt dem ja so richtig viel. Hat eine ewig lange Animation und ändert dafür eigentlich überhaupt nichts. Jetzt ist er auf einmal schneller, ist klar. Na klar. Kommen noch mehr solche Bastarde. Sludge einlösen. Dafür killt der mich aber wahrscheinlich. Das gibt's aber auch nie Heilung. Ich will ja auch kein Zucker sein und nach jedem Gegner zur Heilung zurück müssen. Meiner hat noch einen Strich. Bumm. Mann, und vor allem der Gegner hat was, das ich auch gerne hätte. Mein Giftwolkentyp will sich auch weiterentwickeln. Dann wäre der nämlich wahrscheinlich viel besser. Aber der wird einfach nicht zu so einem. Hey, nicht funktioniert das nervige Sleep-Boater. Diesmal werde ich nicht zulassen, dass der Self-Destruct einlöst und mir somit die Erbsen klaut. Wieder nur so ein komisches Item. Hä? Und was macht das jetzt? Ach so. Okay. Natürlich kommen da noch mehr Bastarde. Ich hoffe mal, dass das da hinten schon dieser echte Direktor ist und dass man dann also mit dem Dungeon fertig ist. Ich könnte ja jetzt Self-Destruct einlösen. Was ich aber natürlich nicht mache. Ich verböller mal den, Lushi.
Es war ja klar, dass der sofort weg sein wird. Es war aber auch Absicht, damit ich einen Zug frei habe. Mal sehen, ob Confusion den sofort killen kann. Glück gehabt. Confusion einlösen. Ach nee. Der neue komische Italiener die ganze Zeit. Es ist ja wohl klar, wofür der jetzt gut ist. Mal sehen, was das jetzt ist. Das hier. Na toll. Wahrscheinlich der eine Move, der benutzt werden kann, während man schläft. Ich hätte gerne mal Headbear Psy-Beam. Den werde ich wahrscheinlich nie kriegen. Und das ist dafür da, dass man überhaupt wieder zurück kann. Weil es ist nämlich natürlich, wie es ja in solchen Spielen leider immer so ist, nicht speichert. Dabei hättest du für jede Barrikade nur ein Byte gebraucht, um den Status zu speichern. Beziehungsweise, je nachdem wie man es macht, wird vielleicht sogar ein einziges Byte reichen, um den Status für alle solchen Teile zu speichern. Wenn man nämlich mit Flex arbeitet. Aber auf die Idee sind die wohl nicht gekommen. Okay, wir haben jetzt aber wenigstens endlich wieder volle Striche. Und wollen wir den von Team Rocket abrechnen. Hä? Anscheinend bin ich falsch gelaufen. Hä? Wo zum Teufel war das denn? Ach hier. Kommen natürlich wieder solche Knalltüten. So, jetzt kommt aber wirklich mein Super-Gift-Wolken-Typ und will jetzt so viele Level-Ups kriegen wie möglich. Toll. Wobei, der ist ja sowieso schon ganz lahmärschig, also ändert das nichts. Na toll. Muss natürlich wieder der Schmetterling ran. Ich freue mich schon drauf, wenn irgendwann endlich mal Gegner kommen, die keinen Self-Destruct haben.
Ach nee, ich bin halt einfach besser als ihr. Weil ihr nämlich einfach mal gar nichts könnt. Komm doch! Du kannst mich nicht besiegen, du alter Mofo. Hä? Ach, das ist wieder so einer. Na toll, der wird auf die Nerven gehen. Self-Destruct einlösen! Na toll, das wird aber sowieso nicht funktionieren. Na doch! Mal sehen, wie viel das dem jetzt abzieht. Oh nö, das gilt den! Und dann würde ich nämlich keine Erbsen kriegen und deshalb kann ich das nicht machen. Was kann der denn nicht resistent gegen das Self-Destruct sein? Ist ja nervig. Hä, was zum Teufel soll ich denn dann gegen den machen? Der wird jetzt immer Confused Ray einsetzen. Egal, was ich mache. Aber andererseits... Wobei, der ist viel zu lahm. Versuch lieber mal so. Vielleicht kriege ich da irgendwie hin. Das müsste ja auch effektiv gegen den sein. Könnte aber ruhig mehr abziehen. Haben meine schon wieder viel zu viele Striche verloren. Nur wegen diesem Nerver. Also wenn man jetzt wüsste, was der Move macht. Ach so, wahrscheinlich ist es eine bessere Version von Smokescreen. Der schafft aber jetzt zum Glück auch ein Level. Will ich aber wissen, was dieses Haze macht. Hä? Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Dann nehme ich das natürlich nicht. Vor allem... Was heißt da zum Teufel Type Eis? Normalerweise ist es ja so, dass Type Eis sowas von absolut überhaupt nichts bringt. Na klar. Jetzt kommen aber Lutschbomben ins Spiel, ihr alten Nervköpfe. Gerade so. Ist ja nervig. Das ist mal wieder ein Fall für den Köter.
Feuer ins Loch. Gilt noch nicht mal. Dieser Lushi! Wie ist der los? So ist es mal mit dem, der ja jetzt weiterentwickelt ist. Mal sehen, ob der jetzt besser ist als vorher. Komm. Lushi Köter, der sich vergiften lässt, einsetzen. Dafür hat er jetzt aber wenigstens mal wieder ein Level geschafft. Na klar. Was so hässlich aussieht, ist ja auch noch nie aufgefallen. Der komische Katzenhund. Hey, jetzt stirbt der nutzlose Köter auch noch langsam. Hä? WTF? Und da kommt was ganz Fieses. Self-Destruct einlösen! Ich hoffe nur, dass das denen nicht gilt. Sonst lade ich nämlich natürlich, weil dann ja die Erbsen weg wären. Hä, was ist das Self-Destruct aber auch so stark? Ist ja nervig. Das ist dieser ganz komische Fiesi-Miesi-Angriff. Er versorgt, dass man einfach überhaupt nichts mehr machen kann. Wobei ich mein mitgekriegt zu haben, dass Rap in Generation 1 fieser war, aber das ist ja jetzt mal voll nervig. Dann muss ich mit dem Giftwolkentyp jetzt also bis zum Tod kämpfen. Was so viel heißt wie, der stirbt jetzt wahrscheinlich eh. Sei denn, das Frepp ist irgendwann zu Ende. Na, vielleicht killt er den Gegner ja sogar schnell noch. Ja, Glück gehabt. Hat immerhin viele Erbsen gegeben. Das ist schon sowas ganz Komisches. Jetzt ist aber der Köter wieder ins Spiel. Feuer ins Arschloch. Na toll. Weil er ja auch so viel Evasion hat. Glück gehabt, dass es gereicht hat.
Keine Ahnung, was das sein soll. Könnte aber ein Vogel sein. Ja, tatsächlich. Bella Power! Hä, das gilt denn ja sogar! Obwohl der 2 Levels höher war als meiner. Ach nee. Jetzt geht's aber auf jeden Fall zur Heilung zurück und dann ist das Video zu Ende, weil es nämlich schon wieder so lang geht. Ich laufe schon wieder falsch, stimmt's? Ach nee. Kommt jetzt aber natürlich gleich wieder ins Spiel. Oder vielleicht kaufe ich ja erstmal noch ein paar Items von dem vielen Geld, das ich jetzt habe. Na, wahrscheinlich mache ich das. Und zwar natürlich Items, mit denen meine Viecher permanent besser werden. Ich muss erstmal rausfinden, wo zum Teufel das war. Na, hier nicht. Vielleicht hier? Ja. So, und dann will ich da jetzt aber natürlich genau gucken. Das soll jetzt der Giftwolken-Tipp kriegen. 55 und 45. Mal sehen, wie viel er hat, wenn ich das eingelöst habe. Es ist um 2 gestiegen anscheinend. So gar nicht mal so schlecht. HP-Up gäbe es theoretisch auch. Aber eigentlich finde ich ja Attack immer am besten. Das ja mal dem Vogel geben. Mal sehen, wie viel Attack der so hat. Schon ganz schön viel, aber wenn er noch mehr hat, dann ist er natürlich noch besser. So 62 hat der jetzt anscheinend gehabt. Mal sehen, wie viel er jetzt hat. Hä? Was ist denn das für eine Verarschung? Zum Glück habe ich aber Save States. Dann hat vielleicht der. Mal sehen, wie viel Attack der hat. Nur 50. Mal sehen, wie viel er hat, wenn ich das jetzt einlöse. Toll. Nur um ein einziges hochgegangen. Thank you.
Mal sehen, was dem seine Special-Werte sind. 89 und 59. Mal sehen, ob das hochgeht. Ja, das ist wieder um 2 hochgegangen. Sein Special ist ja eigentlich voll super. Jetzt würde ich natürlich gern noch ein paar weitere 10.000 Kronkorken drucken können, um noch voll viele solche Items zu kaufen. Leider geht das ja nicht. Wie geht's dann im nächsten Video weiter?